Genossen! Genossen! Die imperialistischen Kräfte haben nur einen Pyrrhus-Sieg errungen. Die Reaktionären und Faschisten haben zwar unsere geliebte Mauer, das sozialistische Bollwerk, gegen die zersetzenden Einflüsse des Kapitalismus nicht nur zerstört, sondern sogar vermarktet, indem sie es an die Internationale Liga der Klassenfeinde verscharrten. Doch der Sozialismus erhebt sich zu dieser Stunde der spätkapitalistischen Dekadenz wie Phönix aus der Asche. Listigerweise habe ich meine körperliche Schwäche nur vorgetäuscht. In Wirklichkeit bin ich vom Krankenlager direkt ins Trainingslager umgezogen und bereite mich statt auf mein internationales Comeback vor. Genossen! Die Zeit ist reif für eine marxistisch-leninistische Renaissance. Aber diesmal auf gesamtdeutschem Boden. Und meinen alten Kampfgenossen, den vier magischen Ems, Mittag, Mielke, Margot und dem Messier rufe ich zu. Seid guten Mutes, ihr tapferen Revolutionäre. Die Zeichen unserer Sache stehen günstig. Aber wehe den Renegaten, wehe den Revisionisten. Grenz, wir kriegen dich. Dich und den Motro mitsamt seinem Gysi. Ihr werdet für vogelfrei erklärt und von meinen sozialistischen und antiimperialistischen Häschern bin Samus bis nach Nordkorea gejagt. Genossen! Ich habe noch genügend Reserven zu mobilisieren und ich kehre zurück als der Rächer der Beerbten. Honi 2, demnächst in Ihrer Republik.